Bei dem Anblick, ne? Da wird wirklich jedem GTI-Fahrer Angst und Bange. Schaut mal, wenn du das im Rückspiegel siehst. Au, au, au. Und dazu verbrauche ich auch noch weniger als die meisten GTI-Fahrer. Ja, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Fahrdorf. Und da ist er mal wieder, der 335D E92 ist mal wieder am Start. Ihr habt lange danach gefragt, ist schon fast 2 Monate her, dass ich ein Video über den Wagen gemacht habe. Das letzte war, glaube ich, hier Zeiten messen. Aber jetzt ist er mal wieder am Start. Ich habe ihn tatsächlich ganz schön vernachlässigt, muss ich sagen. Er stand eigentlich nur rum. Ich habe ihn 2 Mal benutzt, um zum Bilsterberg hochzufahren. Also hier vom Schwarzwald aus bis da hoch ist dann schon noch eine Strecke. Das waren knappe 2.500 Kilometer. Sollte er aber easy machen. Autobahn, da gehört er hin. Und falls ich mal irgendeine lahme Schnecke überholen will, bumm, vorbei bin ich. Aber ich habe ein bisschen was gemacht. Ihr wolltet ja die Updates sehen. Und die kriegt ihr jetzt dementsprechend auch. Und zwar ist wahrscheinlich auch sehr ersichtlich. Man sieht sofort, guck mal, ich habe endlich Back in Black gemacht. Zack, ganze Chrom ist weg. Sprich, ich habe jetzt hier schöne schwarze Hochglanz-Doppelstecknieren eingebaut. Lecco mio, sieht das geil aus. Also ohne Witz, es wurde Zeit. Ich fand zwar dieses klassische silberne Chrom eigentlich gar nicht so schlecht, weil das passte gut zu den Felgen. Schaut mal hier, weil hier ist die Sonne noch so schön. Ja? Das war gar nicht so verkehrt, aber er sieht jetzt einfach noch sportlicher, noch mehr, fast schon wie ein M3 aus. Vor allem, guck mal, aus der Perspektive ist schon geil mit dem M-Paket, hammermäßig. Hier ist mir ein kleines Missgeschick passiert, also nicht mir, aber dem BMW-Logo. Und zwar auf der Autobahn ist mir einfach abgeflogen. Da nochmal der heiße Top-Tipp, Freunde, kauft euch lieber OEM-Sachen und keine Aftermarket-Geschichten, weil hier 30 Euro, halbes Jahr, zack, weg. Lieber die 50 Euro ausgeben, dann hält es zumindest ein bisschen länger. Ja, und wie es halt dann immer so ist, ihr kennt es bestimmt auch, Freunde, genau in diesem Moment habe ich mir das Heckemblem neu bestellt, weil das alte hat er auch schon die besten Zeiten hinter sich. So habe ich montiert, also auch da keine Hexerei, das kann jeder zu Hause machen. Man sollte es vielleicht ein bisschen professioneller machen, mit so einem Zierleistenkeil oder mit einer Rakel, also nicht so wie ich das gemacht habe, mit dem Schraubenzieher und Handtuch. Aber es ist ein bisschen ein Gefrickle, das geht vorne einfacher, weil der Kleber halt hinten ist. Aber rausziehen, Tüllen nicht vergessen, wieder reinstecken, dran poppen, fertig ist die Maus. Aber um auf die Nieren zurückzukommen, an sich eine ganz einfache und schnelle Sache, kann jeder zu Hause machen. Also ich bin jetzt auch kein, wollte schon sagen Perfektionist, aber Spezialist. Und ganz easy, Motorhaube auf, dann 4 25er Torx öffnen, die Frontstoßstange ein bisschen vorziehen, Klipse lösen, raus damit, rein damit, fertig, ja. Die Männer unter euch, die sollten sich damit auskennen, rein, raus, ja? Alles klar, aber sieht doch gleich schon deutlich sportlich aus. Passt natürlich nicht ganz so zum E92, weil diese Doppelsteg-Geschichte kam ja erst später, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Aber hat so ein bisschen was vom M4, ne? F82 und so weiter und vor allem vom neuen M5, finde ich eigentlich ganz sexy. Mal so ein bisschen hier wie beim M5, ne? Los, schaut mal, als Vergleich, die E92-Niere, naja. Sag es mal so, die ist ein bisschen kleiner. Aber wenn wir mal so weiter wandern, gucken wir mal, was hier auffällig ist. Also nicht der Vogelkot hier auf der Windschutzscheibe, ne? Das passiert halt einfach. Ich habe den Wagen tatsächlich vor 2 Tagen gewaschen. Guck mal, wie der schon wieder aussieht. Ich könnte kotzen. Aber der Running Gag bei uns auf dem Kanal war doch hier die gerissene Frontscheibe. Ist jetzt endlich weg. Ich habe sie reparieren lassen. War nicht gerade billig, aber jetzt habe ich wieder klare Sicht. Da geht auch noch mal ein ganz, ganz großes Dankeschön an den Flo von United Autoglas in Schwenningen raus. Da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Die machen richtig geile Arbeit. Also das ging rucki zucki und sieht jetzt auch wieder top aus. Da bin ich sehr zufrieden mit. Und auch noch weiter. Ihr habt das auch noch verlangt. Ich habe mich dann selber dann versucht. Ich habe jetzt gedacht, das kann nichts werden, aber ist gar nicht so schlecht geworden am Ende des Tages. Und zwar habe ich hier meine Zierleisten auch schwarz glanzfoliert. So ein Set für knapp 20 Euro im Internet kannst du dir kaufen und dann einfach schön hier mit dem Föhn, mit einer Rakel festmachen. Und ganz ehrlich,
dafür, dass ich kein Profifolierer bin, sieht das echt hübsch aus, gell? Also es ist gar nicht so schlecht geworden. Ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis und mache den Bimmerboss einfach nochmal ein bisschen böser. So, ihr seht es schon, hier ist auch dunkel, dazu komme ich gleich. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, was ein bisschen schwierig ist, ist der Hofmeisterknick. Da kommst du nicht rum, das Ganze in einem zu folieren. Ich habe es wirklich dreimal versucht, klappt nicht. Ich musste einmal so eine Linie ziehen. Finde ich aber, wenn du so einen Meter weggehst, fällt es überhaupt nicht auf. Aber guck dir mal, hier ist dunkel. Da ist dunkel. Boom. Er ist auf die dunkle Seite der Macht gewechselt, Freunde. Und zwar habe ich endlich die hinteren Scheiben getönt. Finde ich auch sehr sexy. Gut, der eine oder andere würde sagen, oh, das sieht ziemlich assi aus. Ja, irgendwo schon ein bisschen. Wir wollten es tatsächlich noch dunkler machen, aber wir haben gedacht, nee, komm, das passt schon. Und haben wir machen lassen. Und auch mit ABE und so. Das heißt, hier Polizei, keine Chance. Ne? Super. Gut. Und das sind so die Updates, Freunde, die wir jetzt gemacht haben. Zu den Folierungen der Heckscheibe kommt auch nochmal ein Video, damit ihr genau wisst, wie das Ganze funktioniert. Aber der BMW lebt, er lebt und ich liebe ihn nach wie vor. Es ist so ein geiles Auto, ich genieße ihn unheimlich. Jetzt muss ich nur noch ein neues BMW-Logo holen, dann sieht er wieder perfekt aus. Guckt ihn euch einfach mal an, jetzt ist leider die Sonne weg, aber es ist einfach ein super sexy Auto. Vor allem mit der M-Stoßstange jetzt. Der Teil sieht halt einfach krank geil aus. Geht noch mal ganz kurz nach hinten. Eine Sache wollte ich da euch noch fragen. Also ich wollte eigentlich noch mal ganz hart gehen eigentlich. Und den Teil hier unten auch noch schwarz folieren. Sprich, wenn ich mal so hier in den Acker gehe, Achtung. Mal so ein bisschen weiter weg. Seht ihr das? Der Teil, der so nach unten weggeht, ja. Da gibt es ja beim F30 Dreier. Bei der Limousine habe ich da, bei den Performance Parts, gibt es da auch so eine schwarze Applikation unten. Da steht dann M-Performance unten. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. War ich am Überlegen. Ich glaube aber, das wird ein bisschen zu Overkill, weil ich dachte, jetzt, wenn ich so das folieren kann, dann kann ich alles folieren. Ne? Aber Spaß beiseite, das ist gar nicht so einfach, muss ich euch sagen. Dazu vielleicht auch noch, aber das passt einfach nicht zum Auto. Wäre das Dach noch schwarz, aber nee, lassen wir mal. Vor allem mit dem Schiebedach sieht das ganz strange aus. So, bevor wir das Video jetzt beenden, das ist ein ganz kurzes Update-Video nur, soll ich noch hier eine kleine Lippe hinmachen? So, weißt du, so eine kleine Abrisskante, ne? Wird eigentlich auch noch ganz sexy aussehen. Auch ebenfalls in glanzschwarz. Wäre nochmal eine Idee, oder nicht? Aber damit, Freunde, sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Das ist ein ganz kurzes Update. Es kommen aber noch ein paar Videos zum Auto. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und ja, diese Kleinigkeiten, die kann jeder zu Hause im Grunde genommen machen. Das ist überhaupt kein Act. Gut, Scheibe tauschen kann man auch zu Hause machen, aber die Mechaniker unter euch wissen das. Das ist ein ganz schönes Gefrickle. Aber damit sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Falls euch das Ganze gefallen hat und vielleicht auch bei euch so ein paar Ideen geweckt hat, dann schreibt gerne unten in die Kommentare, was ihr auch so in letzter Zeit an eurem Auto verbastelt habt. Das klingt jetzt so gemein, ne? Aber eingebaut habt, professionell. Und damit sage ich Dankeschön fürs Zusehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Guckt euch nochmal das hier an, hä? Da zittert jeder im Rückspiegel, wenn das auf der Autobahn kommt. Boom.